So, hallo, willkommen zurück zu Artonellico, Melody of Metaphatica. Ich habe hoffentlich meine Tonprobleme jetzt einigermaßen in den Griff bekommen. Fürs Rauschen, nicht rauschen, kann ich nicht mehr. Bin einfach am Ende mit meinem Latein. Sagen wir es so, wie es ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd zum Reden. So, wir wollten in die Infosphäre. Infosphäre! So, einmal nackig machen. Einmal umarmen. Einmal liebevoll drücken. Und es geht los. Glaube ich. Gleich. Infosphäre Level 2 wurde entschlüsselt, also entsiegelt. Ich glaube, ich kann hier noch ein bisschen Ton bei mir runternehmen, sonst schreie ich euch zu sehr an und das wollt ihr ja nicht. Hallo, willkommen im zweiten Level der Infosphäre. Ihr werdet einander besser in diesem Level, in den Tiefen dieses Levels kennenlernen. Hey. Im letzten Level habe ich etwas Seltsames von Invertbreed gehört. Etwas Seltsames? Über die Gegensätze dieser Welt. Ich meine, wir wissen nicht einmal, warum diese Welt existiert und was es bedeutet, qualifiziert zu sein. Das ist, da hat er recht. Wir kommen hierher, um mit Luca zu reden, aber was ist der wahre Grund für diese Welt? Oh, entschuldigt mich. Ich habe vergessen, euch darüber zu erzählen. Diese Welt wird benutzt, um die Stärke zwischen den zwei Qualifizierten zu, also um das Band zwischen den zwei Qualifizierten zu verstärken. Ein Band zwischen den Qualifizierten? Ich verstehe. Da sie einander verstehen, können sie stärkere Kombo-Magie, waren sie in der Lage, Kombo-Magie zu erschaffen. Es ist programmiert, dass ihr, es wurde so programmiert, dass ihr die Level bestehen müsst, um einander mit den tieferen Leveln zu verbinden. Also müssen wir wahrscheinlich mehr über die Schwierigkeiten und Geheimnisse der anderen erfahren, die sie kennenlernen wollte. Das hängt von euch ab. Also, was ist dieser Gegensatz? Wen interessiert das schon? Luca? Warum fragst du das? Viel wichtiger, ich dachte, du bist hier, um mein tägliches Leben zu erfahren. Wenn du das nicht mehr willst, dann werde ich einfach dafür sorgen, dass du jetzt gehst. Warte! Ich verstehe schon, du hast recht. Es ist egal, was der Grund dieser Welt ist. Ich bin hier, um mehr über dich zu erfahren. Also, lass uns tun, was Luca gesagt hat. Okay. Okay, sicher. Dann beginnen wir nochmal von vorne. Lasst mich euch in dieser Welt euren Führer vorstellen. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Demongel. Ich werde euch durch dieses Level begleiten. Ja, sehr schön, dich kennenzulernen. Na dann. Lernen wir doch mal Luca ein Stück weit besser kennen. Du weißt nicht, wann du aufgeben musst, ha? Huh? Ich werde auch nicht zurücktreten. Dieser Körper ist auch sehr schön. Ich muss nicht zögern. Ich habe die Macht. Luca, Miss Reicha macht sich sehr viel Sorgen. Sie scheint sich jeden Tag Sorgen zu machen. Du bist so nervig. Also was? Warum reagierst du immer so auf Miss Reicha? Ist deine Mutter, nicht wahr? Warum bemühst du dich nicht, ihr näher zu kommen?
Red nicht so, als würdest du es verstehen. Du weißt doch gar nichts. Misch dich nicht in andere Leute Angelegenheiten ein. Luca, sei doch nicht so streng. Ah, das ist so nervig. Sei ruhig, Grand. Du bist vor mir ganz schnell nach Pastalia aufgebrochen. Ich kenne meine Eltern nicht. Ich war immer alleine. Und du hattest Miss Reisha als deine Mutter. Und ich war so neidisch. Aber du... Eine Familie, ha? Huh? Was ist so lustig? Nun, sehen wir mal nach. Ihr könnt ja versuchen, zusammenzuleben und zu sehen, wie das so ist. Das ist eine gute Idee. Das Familienleben, das du so sehr bewunderst. Mach schon. Genieße es statt meiner. Jetzt, da es entschieden ist, dann werde ich euch dorthin bringen. Meine dunklen und goldenen Schwingen werden euch herumführen. Ha? Gehen wir! Ich bemerke, dass ich eingeschlafen bin. Lady Cloche, bist du da? Hey, du! Komm nicht einfach so rein. Lady Cloche, bist du gerade aufgewacht? Das ist ein Mädchenschlafzimmer. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass mich dir mit dem Essen helfen. Na schön. Oh, geht hier vor sich. Nun, Miss Reisha ist in der Regel ziemlich kühl. Oh, Crow. Du bleibst hier und isst doch mit uns, nicht wahr? Oh, ja, danke vielmals. Es muss schwer sein, jeden Tag als Ritter zu arbeiten. Das ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Vielmehr, ist doch die Frage, geht es dir besser mit deiner Gesundheit? Mir geht es vollständig gut. Es war nur Erschöpfung und ein bisschen Unterernährung. Ja, ich verstehe. Aber pass gut auf dich auf. Danke. Sie scheint aber ganz normal in deiner Gegenwart zu sein. Oder ist das nur meine Einbildung? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Nun, Essen ist fertig, also lasst uns essen. Danke. Danke. Das ist leckeres Wasser. Ist es? Miss Reisha, es ist ein schöner Tag da draußen. Haben Sie irgendetwas vor? Nein, dasselbe wie sonst. Nun, Miss Reisha. Nun, ich gehe dann mal nach draußen. Wohin? Dasselbe wie sonst, warum? Oh nein, Mir wird es auch ohne mich gut gehen, nicht wahr? Ha? Huh? Ich glaube, das ist so das, was Luca im Inneren geschrien hat und das ist, was sie sagte. Meine... Ja, nehme ich an. Sei vorsichtig, wenn du gehst. Und geh sicher, dass du die Türen geschlossen hast. Okay. Bis dann. Lady Cloche? Warum? Unsere Gespräche bringen nichts. Das ist seltsam. Wir sind eine Familie. Aber... Lukas zu Hause war schon immer so. Ich verstehe selbst die Situation nicht, aber... So närrig. Luca versuchte, sauer zu werden, zu lachen, alles, aber sie konnte es nicht schaffen. Es ist auch unmöglich für dich. Verstehe. Richtig. Richtig, es war meine hoffnungsvolle Vorstellung, dass eine Familie alle Sorgen vernichten würde.
Aber mir fehlt es immer noch an Verständnis und ich bin immer noch neidisch für den Fakt, dass sie wenigstens eine Familie hatte. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, du hast Lukas Leid erfahren. Du solltest eine Menge davon gelernt haben. Ja, ich denke, ich weiß, warum Luca so auf diese Art und Weise ist. Jede Handlung hat einen Grund. Leute können, Leute können sagen, ob du weißt, wovon du sprichst oder nicht. Und das macht den ganzen Unterschied in der Welt. Dem stimme ich zu. Hier, nimm das! Das ist ein Mindchip. Danke. Ich glaube, wir haben wieder die richtige Luca-Antwort gewählt. Es ist schon ein bisschen schwer, sich in Lukas Situation teilweise hineinzuversetzen. Weil wenn man so agiert, wie Luca halt agieren würde, schaltet man den schöneren Part der von Metaphalica frei. Sonst ist das eher so der unschönere Part, der es schwieriger macht, weil man halt so ein bisschen komplett gegen das ist, was man eigentlich, was Luca eigentlich hätte gesagt haben wollen, tun täten. Ach, Luca. Der beschmutzte Himmel. Das ist Rakshak Resort. Nein, ist es nicht. Das ist Gaeas Badehaus. Das hat aber die Größe vom Rakshak Resort. Nur ein Bad? Und dieselbe Größe wie das Resort? Das ist gigantisch. Ist das nicht unglaublich? Es gibt eine Menge Land hier immerhin. Aber das ist auch der Grund, warum es so viele Probleme gibt, die ich gerade habe. Ein großes Problem? Oh, du magst mich doch, nicht wahr? Glaubst du... Du glaubst, dass ich wertvoll bin für dich, nicht wahr? Ja. Dann, reinige das Bad und beseitige den Abfall. Abfall? Ich habe das Bad zu groß gemacht, also ist es schwer, das Ganze auch sauber zu machen und den Müll zu beseitigen. Und jetzt ist es wie, als ob der Ort nutzlos wäre. Ich sage nicht, dass ich weiß, was ich sagen soll. Ich leihe euch diesen feuerspuckenden Vakuumreiniger. Geht und beseitigt den Abfall. Das ist eine perfekte Aufgabe für die reinheitsliebende Lady Cloche. Das Ziel in dieser Welt ist es, im Bad da den Müll zu beseitigen, der auf der Karte ist. Wir können Viereck-Button drücken, um den Müll zu beseitigen. Okay. Na dann ab ins Badehaus mit uns. Den sexy Ladies. Alter Schwede. Das ist ja schon eine Wohnung aufzuräumen. Das? Was? Welche Schweine haben hier Das sind doch Rüstungen. Das sind Rüstungen, Schwerter. Fuck it, Luca. Man ja fast fragen, was für Drecksäcke arbeiten hier. Aber ja, das ist eine lustige Quest. Finde ich cool, dass man auf die Art und Weise, also man hat da wirklich diese einfachen Quests, diese Losigkeit und diese schwierigeren Kampfquests. Finde ich sehr schön, dass sie das so gemacht haben. Alter, Flaschenmüll hier. Noch was rum, oder?
eine Seite ist schon mal komplett sauber. Abfluss ist wieder frei. Schön wäre es, wenn wir jetzt noch ein paar Schatzkisten finden würden. So ein bisschen Items und so wäre ja schon. Scheiße, hier geht's auch noch weiter. Oi, 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 oi. Jetzt wäre mir im Kampf, glaube ich, lieber. Room cleaned, würde ich sagen. Ja, noch auf die andere Seite. Luca, sag deinen Gästen, die sollen ihren Dreck alleine wegräumen. Wir haben den ganzen Müll beseitigt. Das war eine unglaubliche Menge an Müll. Ich denke, das hat sie mit Absicht gemacht. Selbst dass dieser Ort Rakshek Resort darstellt. Meinst du? Vielleicht ist das nur ein Zufall. Jedenfalls kehren wir zu Luca zurück. Danke, ihr habt wirklich den ganzen Ort gereinigt. Das war eine Menge Müll. Der Flammenreiniger war wirklich sehr nützlich, aber war es das nicht wert? Wenn du willst, kannst du es nochmal machen. Das lehne ich ab. Das ist ein Sphere-Key. Also wieder ab in die Infosphere. Ach, jetzt auf einmal kommt hier ein Münsterchen. Ich könnte mich ja jetzt noch mal ein bisschen... Wie viele Schritte sind wir jetzt eigentlich noch vom Herzen entfernt? Und noch drei.
3 Schritte vom Herzen entfernt. Das heißt, wenn wir Glück haben, dürfte man in dieser Aufnahme noch das dritte, das Herz von Gaea sehen. So, also erstmal resten. Resten und relaxen. Relaxu, relaxu. Sprich mit einem Ravytail. Relaxu, relaxu, relaxu. So. Entschuldigt mich, ich bin es, Crow. Du bist schon wiedergekommen. Du magst es wirklich, nicht wahr? Trägt Luca für gewöhnlich nicht dreckige Outfits? Nö. Das glaube ich nicht. Warum fragst du so plötzlich? Ich dachte daran, als ich dieses schmutzige Badehaus gesehen habe. Es gibt kaum Abfall in einem Badehaus. Aber da waren Massen davon und sie hat uns sogar darum gebeten, es zu reinigen. Nun, Luca ist zumindest nicht so, dass sie Müll in ihrem Badezimmer sammelt. Ja, nur das Badezimmer anderer Leute nicht. Wollen wir uns mal... Ja, mal. Wir schauen uns mal Lady Close Kosmosphäre an. Jetzt so. Wir haben schon in Anführungsstrichen lange keine Kosmosphäre mehr gesehen.